du kurz auf deinem Höhepunkt wächst. Presst der Zug sei tiefer in den Untergrund. Was jetzt? Fühlst dich ungesund, du kugelrund. Next step, stell lieber die Ernährung um. Press, press, du spürst die Kraft in dir aufsteigen. Echt fett, du wirst dein Umfeld in den Bann reißen. Was jetzt? Du bist gesund und alle Ängste weichen. Also setz ein Zeichen. Aufgepasst, was ich jetzt sage, keine Frage. Willst du länger leben oder mit 40 Jahren wollt schon fahren? Werd gesund, ha, oder grab dein Loch. Vegetierst vor dich hin, bis dein Karma kommt. Ich warn dich jetzt noch einmal vor den ganzen Konsequenzen. Denn nur du alleine kannst den Schweinehund bekämpfen. Also wo liegt der Fehler? Alle sind am Sitzen, keiner steht mehr. Rauch in der Lunge und der Alk in der Leber. Doch gesund sein will jetzt jeder, ha. Aber Sport machen später, erst 4 Stunden Netflix, nur im Bett chillen. Dann 3 Stunden Schlaf, klar, dein Körper gibt nach. Was jetzt? Holst dir Energie aus der Dose. Paradox, du verlierst diese in der Hose. Verwirrte Hormone bis zu Depressionen. Herzinfarkt und du küsst den Boden. Fress, fress, dann bist du kurz auf deinem Höhepunkt. Express, der Zug fährt tiefer in den Untergrund. Was jetzt? Fühlst dich ungesund, du kugelrund. Next step, stell lieber die Ernährung um. Press, press, du spürst die Kraft in dir aufsteigen. Echt fett, du wirst dein Umfeld in den Bann reißen. Was jetzt? Du bist gesund und alle Ängste weichen. Also setz ein Zeichen. Das hat doch keinen Sinn, Zeit zu besinnen. Fettleibigkeit ist nicht lustig, nur schlimm. Noch dazu zerlegt es deine Psyche. 2 Wochen auf Diät, glaub mir, das ist eine Lüge. Es geht um eine lebenslange Umstellung, ohne Umschwenkung, die seine Zeit braucht. Zeit, dass du eintauchst, Zeit, dass du allen zeigst, was gesund leben heißt. Frisches Obst und Gemüse brauchst du jeden Tag. Verzichte auf die Drecksnacks aus dem Supermarkt, denn der Industriezucker gaukelt deinem Körper Gutes vor. Energie steigert sich enorm, aber fällt dann ab. Rapide wie eine Serpentine. Du weißt am besten, dass das, was du isst, all das ist, was du bist. Shit, also gib dir einen Tritt. Also zeig, wer du bist. Fress, fress, dann bist du kurz auf deinem Höhepunkt. Express, der Zug fährt tiefer in den Untergrund. Was jetzt? Fühlst dich ungesund, du kugelrund. Next step, stell lieber die Ernährung um. Press, press, du spürst die Kraft in dir aufsteigen. Echt fett, du wirst dein Umfeld in den Bann reißen. Was jetzt? Du bist gesund und alle Ängste weichen. Also setz ein Zeichen. Zigarettenrauch und deine Haut bedankt sich nicht bei dir. Raus mit dir ins Freie, genug Luft zum Inhalieren. Und gute Nachricht, keine Panik. Mit etwas Einsicht und Hilfe ist das alles nichts mehr Schlimmes, sondern ein Leben wie im Paradies. Stark, gesund und attraktiv, selbstbewusst und Energie wie Dynamit. Also sag, was gibt es Besseres? Du kannst dem nicht trauen, dann teste es, bevor du dein Becher äckst. Was ein Dreck, pack dein Handy weg und schlaf ein. Dein Körper wird dir dankbar sein. Schöne Grüße, bin Thomas Loch, der Personal Coach. Google nach mein Team, denn der Name steht für Erfolg. Ihr erreicht eure Ziele, wenn ihr wollt. Und das Geilste ist, wir helfen euch. Peace.